Servus, hallo und herzlich willkommen, wunderbare Einleitung, bei der neuen Ausgabe von GameZoom Talk, weil heute reden wir reden über die Nintendo Switch und wir, das ist mein geschätzter und lieber Kollege, der Dominik Fiegel, unser Games-Redakteur, unser Games-Chefredakteur, Entschuldigung, Hallöchen. Hallo, danke. Und meine Wenigkeit, der Christoph, der Chef, ja, Chefredakteur. Und das müssen wir auch erwähnen, das ist unbedingt notwendig. Unbedingt, die Leute kennen mich nicht. Ja, das interessiert doch alle. Unbedingt wichtig, unsere Positionen klar zu machen. Wir reden über die neue Nintendo Switch. Warum? Weil sie ja am Freitag gab es einen großen Livestream, da wurden zahlreiche Informationen bekannt, wann sie erscheint, Preise, man kann sie jetzt auch schon vorbestellen und auch generell so. Um 5 Uhr in der Früh übrigens. Und normalerweise an dieser Stelle würdet ihr jetzt ein Video von unseren noch mehr geschätzten Kollegen, den Dominik Vogel, sehen. Der wäre nämlich in Frankfurt und hätte mit der Switch gespielt, aber nachdem das Wetter gesagt hat, nope, ihr dürft nicht von Österreich nach Deutschland fliegen, mussten wir einen Termin absagen. Das Wetter ist, ich meine, seien wir ehrlich, es gab Unwetterwarnung bei 80 km/h in Frankfurt. Das ist so. Das oh mein Gott. Das ist bei uns ein Föhn. Ja. Das ist ein Föhn. Ja, was soll das? Ja, auf jeden Fall. Wir nicht in den Alpen wohnen, verstehen halt nicht, was Wetter ist. Also ja, ganz ehrlich, alles unter 120 km/h ist ein laues Lüftchen. Ja. Ich meine, alles, was man nicht das Fenster aufdrückt, ist diesen Winter irgendwie Kinderkram. Ehrlich, ich weiß auch nicht Kälte. Ich weiß nicht, was Leute unter minus 15, also minus 30 eigentlich schon unter Kälte definieren. Also ich gehe noch mit der Weste raus. Ja. Ich brauche nicht mal eine Jacke. Ja. Eine Winterjacke, wer braucht sowas? Ja. Nein, ich aber auf jeden Fall. Ich trage es halt immer offen mit einem coolen Schal drüber. Keine Ahnung. Coolen vor allem, ja. Vor allem ein cooler Schal. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, leider, wir hätten euch wirklich gern ein Video gezeigt, wo unser Kollege Dominik eben zockt und euch ein bisschen was erzählt und die euch präsentiert. Geht aber leider nicht. Ist sehr schade. Vielleicht, es gibt ja noch einen zweiten Termin. Vielleicht können wir da noch was nachholen. Deswegen heute müsst ihr euch zufrieden geben mit einem Bildschirm von der Switch und mit unseren liebevoll klingenden, liebvoll? Ja, unseren wunderschönen Stimmen begnügen. Und wir machen ein kurzes Gespräch, was uns gefällt an der Switch, was uns nicht so gefällt und keine Ahnung, am Ende werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall nicht derselben Meinung sein. Das haben wir schon im Vorfeld herausgefunden. Und ich fange einfach mal kurz an, was gefällt mir an der Switch überhaupt nicht? Und das ist wahrscheinlich der allergrößte Kritikpunkt. Das ist nämlich die Preispolitik. Und das ist nicht unbedingt der Preis von der Konsole an sich. Den finde ich mit 330 €, das ist zumindest jetzt so der aktuelle Preis, den man bei Mediamarkt, Amazon und so weiter findet. Den finde ich noch okay. Ja, aber die Zubehörpreise, die sind wirklich übertriebenst. Ein Controller-Set, also diesen normalen Controller für 70 € und dann nochmal dieser Classic-Controller, also nicht der Classic, der heißt ja hier, glaube ich, Switch Pro-Controller. Switch 60 Pro. 60 € ist halt ein bisschen, ja, bisschen enorm. Also ich finde vor allem diese beiden Joy, ich glaube Joy-Controller heißen die jetzt, glaube ich, die oder? Heißen Joy, die heißen Joy. Ich glaube, die kosten ja auch irgendwie 50 € oder 60 €, wenn man sich die kauft oder so ein Gewirr. Wie oft werden die Dinge eingehen? Aber ich habe eher ein anderes Problem bei diesen Controllern, also warum man vielleicht die dann doch öfter kaufen muss. Die haben alle integrierte Akkus und man, die Erfahrung hat uns gezeigt, die Dinger, da wird sich kein Akku tauschen lassen, also das ist ziemlich sicher. Das heißt, man, wir wissen selber, bei unseren tollen Smartphones, wenn man das irgendwie ein Jahr nutzt oder sogar manchmal schon nach weniger als ein Jahr, macht der Akku halt relativ schnell schlapp. Und ich befürchte irgendwie, dass man sich dann öfter oder zumindest etwas öfter vielleicht dann so einen Controller kaufen muss. Also zumindest diese Joypads da. Weiß nicht, ich muss gestehen, also ich benutze meinen 3DS ja relativ regelmäßig und also der hält halt auch schon seit 100 Jahren, ohne dass der Akku auch nur im Ansatz nachlässt. 100 Jahre. Also. Ja. 100 Jahre. Ja, also so 1916, seit 1916 ja, zockst du, 1917. Mit der industriellen Revolution habe ich damals ein 3DS zugeschickt. Der Steampunk. Ja, nee, ist okay. Du, ist es aber ich weiß was. Die Nintendo-Sachen halten ja für gewöhnlich doch ganz gut. Wobei andererseits, mein 3DS hält halt auch 2-3 Tage.
Und ich kann alles spielen, was ich will damit, ohne dass ich ihn neu aufladen muss. Und die Switch ist halt dann doch irgendwie... Das ist nämlich das nächste große Problem. Also ihr habt es ja bei uns vielleicht schon auf der Seite gelesen. Nintendo war ja auch, hat sehr offen über die Akkulaufzeit gesprochen. Also man muss vielleicht kurz das Konzept erklären für die überhaupt keine Ahnung haben. Die Switch ist im Prinzip zwei Komponenten. Das einmal, das ist diese Docking Station und das andere ist quasi dieses, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Tablet, ja, weil es hat ja tatsächlich auch ein Touch-Display und dieses Tablet, das kann man halt eben von dieser Docking-Station abstecken und kann dann, ja, das halt wie ein tragbares Tablet dann zum Zocken nutzen und umgekehrt kann man das dann halt wieder an diese Docking-Station anhängen, da wird das Gerät auch geladen und gleichzeitig kann man dann auch die Docking-Station an den Fernseher anhängen und hat dann eben auch eine höhere Auflösung, also das Tablet selber hat nur 720p maximale Auflösung, wenn man es dann aber in die Docking-Station steckt, skaliert das Ganze hoch auf 1080p. Und also positiv ist es so geplant, dass man mit der Docking-Station halt an sich eine normale Konsole hat und dass man halt von der Konsole eben die tragbare Konsole einfach, naja, lösen und ohne zu ohne neu starten zu müssen. Oder wenn die Freundin im Fernsehen möchte, ja, wenn die Freundin... So genau, dass man das einfach abstecken kann. Das Problem ist nur, dass je nach Spiel und Grafik, also wie grafikaufwendig das ist, ist die Laufzeit, kann runtergehen bis zu 2 Stunden. Und Hand aufs Herz, 2 Stunden mobiles Zocken, das klingt nicht gerade verführerisch. Ja, vor allem, also, weil Sie Freitag sagten, war halt 6 Stunden ist Durchschnitt bei normalen Spielen. Aber zum Beispiel sowas wie Bomberman. Legend of Breath of the Wild geht auf 3 Stunden runter. Ja, Skyrim, glaube ich, waren 2,5, habe ich dann irgendwo gelesen. Also man sieht schon... Das große Problem ist halt trotzdem, man sieht schon die großen, aufwendigeren Titel, da ist die Akkulaufzeit nicht gerade wirklich spektakulär. Also klar, 3 Stunden kann man jetzt wieder sagen, ist okay. Ändert aber nichts daran, dass selbst die weniger aufwendigen Spiele, also wenn wir dann jetzt reden von einem Bomberman, ja, so hart es jetzt klingt, aber das kann man dann auch maximal nur 7 Stunden spielen. Also für eine Reise ist das Ding nicht geeignet, weil da muss ich wiederum sagen, ja, das ist... Moment, lass mich nur kurz den Satz zu Ende führen, weil ich fand das irre verarschend, dass sie ja im allerersten Trailer, also noch vor dieser Livestream-Geschichte, sondern wirklich, da gab es ja schon mal davor diese Ankündigungstrailer, und da hat man dann eiskalt hier Leute gezeigt, also eine Person zumindest, die Switch aufgestellt hat im Flieger. Ah, so, ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht gerade so ein Kurzstreckenflug ist, ja, der was 1,5 Stunden dauert, frage ich mich ernsthaft, ja, und weiter? Ja, grundsätzlich kannst du aber auch in jedem, also mittlerweile hat ja jeder, so gut wie jeder Zugplatz, einfach schon eine Steckdose. Genauso Zug, wir halt, reden für Flieger. Genauso wie du halt am Flughafen im Wartebereich auch Steckdosen. Wir reden im Flieger. Junge, im Flieger. Du gerade ein Akku-Pack oder sowas aufstellen. Ja, klar. Klar, aber man sieht auf jeden Fall, also es ist jetzt nicht, wo ich sage, da muss man jetzt darüber komplett abheben, aber es ist halt schade. Nennen wir es einfach mal schade. Ja. Also das ist, ich finde es nicht ganz optimal. Also gerade fürs mobile Gaming. Also ich weiß nicht. Das ist das, was mich nicht gerade so begeistert hat. Was ich auch ein bisschen schade finde, ich will jetzt nicht nur schlecht über Switch reden, aber ich möchte einfach auch die Kontrapunkte erwähnen. Das ist auch der Speicherplatz. Also wir haben... Das ist nicht Burger-Technik nennt. Ne? Du machst das Gutes, dann die schlechten Sachen. Nee, ich hau mal einfach nur das Schlechte raus. Alle ausschalten und sagen, die Switch, die hole ich mir nicht. Ja. Also wir hauen auch keinen Amazon-Reflink rein, weil bestellt sich dann eh keiner. Das ist wirklich die Speicherplatzgeschichte. 32 GB, was ich definitiv zu wenig finde, weil man jetzt doch schon weiß, dass aufwendigere Spiele 15 GB und so weiter fressen. Und klar, jetzt sagt natürlich wieder der kluge, ja, dann kauft er einfach eine SD-Karte. Ja, aber auch die kostet Geld. Und da kommt dann schon wieder ein Sümmchen zusammen, weil wenn man sich jetzt die Konsole holt und man gleich dazu sagt, oh, ich brauche sicher mehr als hier 32 GB, und holen wir mal, ich habe so mal auf die Schnelle geguckt, glaube ich, 200 GB Karte kostet dann auch so 70, 80 Euro. Naja, dann sind wir schon wieder auf die 400 Euro drauf. Ja. Weiß nicht, gefällt mir nicht so gut. Also ehrlich, SD-Karten, da zumindest 64 GB, das wäre schon mal okay gewesen. Aber wir wissen ja, selbst bei den Smartphones sind die 32 GB schon viel zu wenig. Durchaus, ja. Gut, dagegen kann man leider auch gar nichts sagen. Dass 32 GB wenig sind, ist halt so. Wobei, man muss auch sagen, SD-Karten gehen im Preis enorm nach oben, wenn du über 100 GB gehst. Also wenn du einfach nur eine 64 GB SD-Karte kaufst, ist das gar nicht mehr so teuer.
Ist halt die Frage, wie gesagt, das war jetzt auch nur mal das Musterbeispiel für eine größere Karte, wenn jemand sagt, hey, ich möchte wirklich vielleicht auch viel mehr drauf haben. Egal, wir wissen selber, es ist halt auch schon bei den Smartphones, dass halt auch hier die 128 GB Modelle auch schon sehr gerne gekauft werden, auch wenn sie extrem teurer sind als ein 64 GB Modell. Also 32 GB finde ich heute echt nicht mehr zeitgemäß. Ja, also da 64 GB wäre eigentlich so ein bisschen der Minimumstandard gewesen. Aber um jetzt mal ein bisschen weg von den Contra zu kommen, was mir wiederum sehr gut gefällt, dass anscheinend dadurch, dass die Switch dann doch etwas mehr Power hat, es gibt leider noch immer keine konkreten Informationen, welcher Prozessor oder welche Grafikeinheit da drinnen werkelt, ja, oder welche APU da drinnen verbaut ist, gibt es leider noch nichts Genaueres. Ich glaube halt nach wie vor, es hat irgendwas mit Nvidia Tegra zu tun, aber ich kann mich auch täuschen, mir hat es irgendwie mal was gezwitschert. Und da finde ich es cool, und das, glaube ich, haben wir ja auch, das hast du auch positiv erwähnt, dass es jetzt auch die größeren, bekannteren Spiele, also die größeren Third-Party-Titel jetzt endlich dann auch für die Switch gibt, zum Beispiel FIFA, NBA, was war da noch? Steep kommt zum Beispiel. Steep. Skyrim kriegst du halt auch die Remastered-Version mit drauf und so Sachen wie Dragon Ball Xenoverse 2 zum Beispiel wird auch mit dabei sein, wenn ich nicht irre. Es ist halt das jetzt auch... Es sind schon lustigere Sachen mit drin und es könnte schon... Also Spiele-Line-Up ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Launch-Line-Up ist leider um wieder so ein bisschen enttäuschend. Ja. Also da finde ich schade, dass man... Ich mein, die Leute Zelda ist super. Ja, absolut. Ich bin auch auf deiner Seite, aber auch das, wir haben ja letztens drüber gesprochen, so richtig bei den Launch-Titel fehlt mir aber auch so ein kleines bisschen diese, also Zelda ist natürlich eine große Marke von Nintendo, aber mir fehlt halt irgendwo auch dieser Mario Impact, ja, es gibt ja auch dann dieses neue Mario, was mit so einer Open World abläuft, gut, dass das erst irgendwie 2 Monate später kommt, oder 3 Monate, ich weiß jetzt gar nicht, ist okay, aber ganz ehrlich, zumindest Mario Kart 8 Deluxe, also wo man ja schon hört, dass das einfach nur eine verbesserte Version ist von Mario Kart 8, finde ich schade, dass man das nicht zum Launch hinbekommt, sondern erst irgendwie einen Monat später oder 3-4 Wochen, also 3 Wochen später, ja, schade. Also dafür halt schön, dass Legend of Zelda am Start ist. Dass er dabei ist. Und ich meine, darauf freuen sich ja so gut wie alle. Ja. Also so ziemlich jeder einfach. Genauso wie es ja auch wieder so eine Reihe von Minispielen geben wird. Also ich glaube, diese 1-2 Switch-Sachen und so weiter, das ist ja auch wieder vorbei, wie bei jeder Nintendo-Konsole, die halt neu kommt, ne? Ist aber auch nichts Neues, du hast das eigentlich hier schon richtig gesagt, aber seien wir ehrlich, auch eine PlayStation 4 hatte jetzt nicht das Bomben-Launch-Line-Up, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, man hat gehabt Killzone und dann halt noch so ein paar 3-4, ich sag's ganz böse jetzt, Trans-Titel, ja, die jetzt niemanden wirklich begeistert haben, weil Killzone war damals zumindest noch der eher größere Titel, aber ansonsten war auch nichts Tolles dabei und ich denke mal, hey, come on, Nintendo macht's halt jetzt gleich, die haben jetzt auch unter Anführungsstrichen nur Zelda, weil Xbox hatte auch kein Halo zum Start, ja. Muss man auch mal knallhart sagen, oder ein Forza oder sowas. Ja? Das ist ja auch vollkommen okay. Und ich meine, wie gesagt, also du hast es eh schon erwähnt, dafür kriegt die Switch ja später dann halt diese ganzen großartigen Partyspiele, weil gerade das abnehmbare Mobile-Ding hat halt 2 Controller dran, beziehungsweise die Switch hat allgemein 2 Controller, die du grundsätzlich hast, die du halt auch immer mitnehmen kannst. Sprich, du kannst halt auch wirklich überall ein Bomberman spielen, du kannst überall ein FIFA spielen, du kannst überall ein NBA spielen. Ja. Du hast halt diese ganzen coolen Sachen, die du eben mit 2 Mann irgendwo zocken kannst, 2-3 Stunden. Im Flieger. Halt einfach schon dabei. Ich glaube, ich würde damit bedeuten, früher fliegen, als ich jetzt fliege. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Leute das, also vielleicht die ein bisschen regelmäßiger zuhören, wissen ja, dass ich massive Flugangst habe. Und gerade eben diese Termine wie, ja, flieg mal eben schnell dorthin oder flieg mal eben schnell zur Gamescom oder flieg mal eben schnell bla bla bla. Das bringt mich jedes Mal halb um. Also ich habe letztes Jahr habe ich... ich habe 18 Mal John Wick gesehen, weil der Film mich irgendwie beruhigt, ich weiß nicht warum. Eine Switch mit 2 Spielern, also come on. Ja, also für so Kurzstreckenflüge ist es okay. Ja, ich denke mal so diese Inlandsflüge oder jetzt Flüge nach Deutschland drüber, ist das schon okay. Nee, also ich bin auf deiner Seite. Ich finde es auch cool. Ich finde es toll, dass Third-Party-Titel dabei sind. Ich bin trotz allem sehr gespannt, welche Zielgruppe jetzt dann schlussendlich angesprochen wird. Auch da haben wir ja schon im Vorfeld diskutiert, dass Nintendo jetzt dann doch eher die etwas älteren Spieler schon anspricht. Ja, jetzt nicht nur unbedingt die jüngere. Ja, bei der Wii U war es ja klar, gab es ja auch Größe.
Ach, jetzt doch. Also ich will kurz mal ja. Wir haben das Gespräch gestern schon geführt und gestern saß Christoph eben doch noch da und meinte, dass Nintendo ja allgemein immer eine jüngere Spielerschaft anspricht. Ich finde es jetzt halt doch noch. Auf den Trailer und auf die Werbung, die sie halt schalten, und man sieht eigentlich recht deutlich, dass sie damit halt versuchen, eben die alte... Die New Kids! Die NES und SNES Spieler eben jetzt wieder an Bord zu holen, und entsprechend ist dann eben auch dieses Online-Angebot mit dabei, wo man eben monatlich zahlt. Beziehungsweise jährlich zahlt, je nachdem. Jährlich. Ja, dafür aber auch jeden Monat irgendwie ein altes NES-Spiel bekommt, das dann vielleicht ein Multiplayer spendiert bekommt, ein bisschen aufgewertet wird oder sonst irgendwas, was also ich sag mal, gerade die älteren Leute anspricht. Nach der Diskussion da gestern, was wir geführt haben, muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich auch zwei Sachen überdacht. Das ist einmal der Online-Service, wo ich, man muss ja auch verstehen, okay, als PC-Spieler ist man es gewohnt, dass man jetzt nicht zahlt, wenn man Battlefield Online spielt oder Overwatch, ja. Aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Bei den Konsolen läuft das dann doch ein bisschen anders ab, diese Serverstrukturen und das Ganze. Und ich weiß, viele Leute werden mich jetzt dafür hassen, aber ich sag's trotzdem, es ist doch irgendwo gerechtfertigt, wenn die Qualität und der Service passt, ja. Da muss ich halt leider selber zugeben. Klar, ich find's nicht toll, weil bisher hat's auch ohne funktioniert, weil du hast auf einer Wii U jetzt Splatoon online spielen können, ohne dass du was zahlst, ja. Das darf man halt nicht vergessen. Klar, die Alteingesessenen, die das halt einfach gewohnt sind, die werden jetzt meckern, zu Recht vielleicht auch, ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, Nintendo bietet halt dafür hoffentlich eine gute Infrastruktur. Da muss man auch dazu sagen, ich möchte aber dann auch ehrlich, ich habe da null Bock bei Splatoon 2, dass ich weiterhin gegen irgendwelche Asia-Leute auf dem Asia-Server spiele. Ja, also wenn ich das dann habe und dafür monatlich zahle oder jährlich, das würde ich dann scheiße finden. Ja, also da will ich dann auch entsprechend noch bessere Qualität geboten bekommen. Ja, also da gibt es dann keine Ausrede mehr mit, ja, du zahlst ja nichts dafür. Und um das auch noch kurz zu erwähnen mit der Zielgruppe, ja, du hast recht, ich gebe dir jetzt hier recht, ja, ich finde es gut, dass man die Zielgruppe erweitert, weil das war ja immer das, was ja Nintendo so ein bisschen das Rückgrat gebrochen hat, ja, bei den Verkaufszahlen, dass man jetzt auch ein bisschen die älteren Spieler reinkriegt, aber, und das ist mir auch ehrlich wichtig, ich finde es auch nicht schlimm, dass Nintendo diese Zielgruppe hat, die etwas jüngeren, auch die älteren natürlich, es hat immer gegeben für Nintendo Spiele, die auch für ältere Spieler cool waren. Ich habe Mario genauso gern gespielt wie mein Kleiner, ja. Also das ich glaube, da gibt es jetzt auch keine Altersschicht, ja. Also wir lieben alle Mario und jeder von uns mag Mario Kart. Punkt. Ich hoffe aber trotzdem, dass man jetzt nicht nur sagt, oh, wir wollen jetzt die Älteren bedienen und vergisst auf die jüngere Zielgruppe, denn für die war die Nintendo nach wie vor die optimale Konsole. Also diese Altersschicht von, sagen wir jetzt, 6 bis 12, das war Nintendo. Ja? Und alles drüber, naja, das waren dann eh schon wieder die Xbox, PC, PlayStation Zocker, ja, weil dann, ja, man kennt es ja, die 12-jährigen Call of Duty Spieler. Ja, das ist auch die Standardschicht, die das zockt. Ja. Also. Boah. Nein, aber ich meine. Gibt's Daumen nach unten. Ja, das war's. Auch die Hälfte unserer Leserschaft gratuliert dazu. Ich wollte sagen. Ja, das tut weh. Nee. Nein, ja. Nein. Unsere Statistik spricht anderes. Ja, gut, aber ich meine, gerade für die Leute hat man ja bei der Switch jetzt eben so Dinge wie eben Super Mario, das ja jetzt kommt, dann halt wieder, ja. wieder ein Mario Kart und diese ganzen. Ein bisschen kleineren Sachen. Bomberman, ja, was ja auch ältere und jüngere spielen Dance, kann. Ja. Oh, Just Dance, halt bitte. Lego City ja. Undercover oder so. Lego City freue ich mich richtig auf die PC-Version. Freue ich mich richtig schon, ja. Ja. Ich mag Lego. Ich mag Lego. Ich glaube, das freut die jüngere Spielerschaft, glaube ich, massiv. So ist ja nicht. Also fassen wir es nochmal kurz zusammen. Wir haben ja gesagt, uns Splatoon 2, wirklich ein ganz toller Titel. Also habe ich ein paar Mal online gespielt, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Cooles Konzept. Fassen wir es nochmal kurz zusammen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen es nicht zu lang halten, weil wir werden sicher noch ein bisschen was zu Switch. Wir sind eigentlich schon fertig, ja. Zusammengefasst,
die Switch auf jeden Fall das, was wir erwartet haben. Also es gab jetzt für mich persönlich keine großen Überraschungen, ja, bei der ganzen Geschichte. Es gab so ein paar Ausreißer, preismäßig, ja, Zubehör, wo ein bisschen Mimimi ist, ja, was auch nachvollziehbar ist. Auch der Konsolenpreis, viele haben ja so ein bisschen gehofft, oh, die kosten 250 Euro. Ja, kann ich auch nachvollziehen, dass vielleicht 330 für den einen oder anderen schon zu etwas zu hoch ist. Ja, kann man auch. Aber ich finde, dass das Ding, es sieht nach echt Spaß aus. Ja. Und ich denke, man muss das auch selber bei sich dann daheim haben und ein bisschen ausprobieren. Jetzt nur vom Trailer zu sagen, ja, nee, das spricht jetzt nur die, das spricht, ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus 3DS, soll das jetzt ein 3DS ersetzen, soll das die Konsole ersetzen? Ich finde, es ist ein guter Kompromiss aus beiden, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man dann einfach auch das Ding mal nimmt und einfach seine Spiele mobil zockt, ja, wie du schon gesagt hast, ja, im Flugzeug, ja, 2 Stunden Skyrim, ja, hier ohne Mod-Support. Dann stürzt er ab und alles ist tot. Oder? Alles ist tot. Nein, also ich finde die Konsole auf jeden Fall super interessant und ich kann es gar nicht oft genug sagen, mich würde es freuen, wenn Nintendo durch die Konsole echt wieder so einen Aufschwung kriegt, auch durch die Third-Party-Titel, weil es war ja die letzte Zeit nicht, lief ja nicht alles so rund bei Nintendo, ja, also man erinnere sich ja an Super Mario Run fürs iOS, naja, das war ja... Wobei das ja geldmäßig, glaube ich, durchaus aufgegangen ist. So ist ja gar nichts, nee, überhaupt nicht. Nö, gar nicht. Nicht? Nee, 3%. Ich habe in der ersten Woche nicht gelesen, dass das richtig gut ging. Nee, Downloads waren super, aber nur 5% der Leute, die es downgeloadet haben, haben dann auch die 10 Euro investiert für das Vollpreisspiel. Also es haben alle eigentlich nur die Demo gespielt. Wow. Oder die kostenlosen Levels. Nee, also, fassen wir zusammen, gute Sache. Das war ein bisschen... Ja, wo ist die Android-Version? Shut up and take my money, Nintendo. Ich will es spielen, denke ich. Auf meinen. Tatsächlich muss ich aber sagen, Switch, ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also das Konzept an sich, ich finde die Idee großartig, dass du das einfach rausziehst und dann halt auf 27p weiter. Ich meine, es ist scheißegal, ob es 1080 oder 27p. Ja, es reicht. Wenn du 2 Zoll Monitor hast, also das interessiert einfach niemanden. Und ich finde die Idee dahinter und auch die Sache mit den zwei Mini-Controllern, es gefällt, also mir gefällt es halt wirklich gut und ich hoffe, dass es gut funktioniert. Das Einzige, was ich halt wirklich bemängeln muss oder könnte, ist halt einfach, dass ich momentan halt wirklich nicht so richtig weiß, wie ich es einordnen soll. Also ob ich das jetzt wirklich noch in Richtung aktuelle Konsolengeneration oder diese Zwischengeneration, in der wir gerade sind, schieben will oder ob ich das jetzt schon in die nächste Konsolengeneration setzen will, die... Also ich glaube, wir sollten es nicht mit einer PS4 Pro und mit einer Xbox Scorpio setzen, weil die einfach in einer ganz anderen Liga spielen, auch leistungsmäßig, so hart es klingt. Du hast das eh richtig gesagt, es ist so ein Zwischending. Es schwebt irgendwo zwischen der aktuellen Konsolengeneration der Xbox One und halt eben der neuen PS4 Pro und Xbox Scorpio. Und ja, es ist halt wieder Nintendo, typisch würde ich fast sagen, typisch Nintendo einfach. Ja, die haben irgendwie immer ihren eigenen Weg. Ja. Es ist halt äußerst bedauerlich. Es ist halt äußerst bedauerlich, dass man jetzt halt bei sowas sagt, typisch Nintendo, wo der N64 eigentlich, naja, maßgebend war. Ja, eigentlich uns geprägt hat. Ja, aber gut. Nein, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also darauf, dass du eine Konsole bei dir stehen hast und dass das super wird. Das wird es. Ja. Dieser Hass, hört ihn raus. Ich würde mal sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Also das war unsere kleine Talkrunde, Gesprächsrunde zu Nintendo Switch. Ihr seht, wir hoffen, dass wir bald mehr liefern können. Es ist ja auch schon bald soweit. Also offiziell Verkauf, Start ist ja der 3. März. Ja, 3. März sogar schon. Also es ist echt schon demnächst. Man muss einfach so sagen, es ist halt demnächst. Und ich hoffe, dass wir die Konsole auch nochmal vorab auch mal ausprobieren können selber. Ja, konnten wir leider noch nicht. Ja, Wetter und so, ja, 80 km/h. Auf jeden Fall, wenn ihr noch Fragen habt oder sonstige Geschichten, rein in die Kommentare, wie immer. Natürlich freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ansonsten gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ja, da gibt es immer ganz viele tolle Videos. Ja, und das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel Spaß.